oder Format geritten. Also ein Reiter, den man sich super, super gerne anschaut. So, das Siegerpaar von gestern. Schauen wir mal, ob er gestern alles rausgenommen hat aus der Stute. Oder ob er sich vielleicht doch noch ein bisschen auf dem Hinterbein behalten hat und heute noch ein paar Körner drauflegen kann. Tobias Bachel, der sich gestern unglaublich gefreut hat mit dieser 13-jährigen Cicero Z-Tochter, Cicera de la Valliera. Auch über die Jahre ein unwahrscheinlich beständiges Paar hier in Bayern. Mit vielen Resultaten, auch im 2- und 3-Sterne-Bereich im Nationalen. Tobi fährt auch viel nach Österreich. Wiener Neustadt, Magna Racino. Oh, diese ganzen 2- und 3-Sterne-CSIs. Und was man bei diesem Paar nicht vergessen darf, die Stute hatte vor kurzer Zeit noch erst eine Kolik-OP. Und Tobias selber hatte Corona. Ja. Was ihn echt aus den Schuhen gehauen hat, wie er mir gestern erzählte. Und dann Hut ab, dass die beiden jetzt schon wieder so drin sind im Sport. Und er wollte das Springen gestern eigentlich erst gar nicht reiten. Okay. So wie er sagte. Und war dann am Ende ganz vorne. Manchmal spielt das Leben einfach im positiven Sinne verrückt. Oh. Na komm, einer noch. Zeit passt. Ja. Super. Super. Mein lieber Mann, Doppelpack. Der hat einfach einen Lauf hier. Das freut mich. Tobias Bachel, nicht nur mit seinen Hengsten, die er auf seiner Station hat, ein erfolgreicher Mann, sondern auch hier. Und Heiner, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, genau 13 Nuller haben wir.